Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 7-Dinge-Ausgabe. Die Hochschulwahlen stehen an und sicherlich habt ihr auch schon diese Wahlbenachrichtigung in eurem Briefkasten gefunden. Und uns hat interessiert, welche Dinge sollten sich eurer Meinung nach den Hochschulwahlen ändern? Die Hochschulwahlen stehen ja an und was erhoffst du dir, was nach den Hochschulwahlen denn besser werden sollte? Ja, also ich bin jetzt noch nicht so lange in Göttingen, aber ich bin schon mal ganz zufrieden mit dem Semesterticket. Allerdings ist da natürlich auch immer noch was drin. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das noch etwas mehr erweitern könnte und dass auch die Situation mit den Bussen in Göttingen ein bisschen sich verbessern könnte, in dem Sinne, dass mehr Platz in den Bussen ist und mehr Busse fahren. Also es ist gerade im Moment sehr eng, wahrscheinlich durch die Umstellung, dass jetzt die Busse mit hineingenommen wurden. Ja, bald stehen ja die Hochschulwahlen an. Gehst du wählen? Auf jeden Fall. Super. Und was soll sich denn deiner Meinung nach ändern nach den Hochschulwahlen? Ich finde es enorm wichtig, dass zum einen halt das Semesterticket ausgebaut wird und die umliegenden Regionen hier um Göttingen mehr einbezogen werden. Weil man sieht ja, dass hier ein enormer Wohnungsnotstand herrscht. Und wenn man bedenkt, dass da in den umliegenden Dörfern, in ganz wunderschönen Gebieten, ganz viele Häuser frei sind und man ideal wohnen könnte und da einfach keiner hin kann wegen dem Ticket, ist einfach eine unnötige Beschränkung, finde ich. Ich bin eigentlich mit allem zufrieden, so wie es ist im Moment. Du auch? Ja, ich finde es gut, jetzt auch, dass das Busticket mit drin ist. Also ich bin eigentlich total zufrieden. Es sollte eigentlich alles so bleiben. Also wir sind jetzt erst im ersten Semester und dementsprechend noch nicht so lang hier. Deshalb wüsste ich da jetzt nichts Konkretes. Bin bisher sehr zufrieden. Ja, ich glaube, wir sind einfach erstmal nur glücklich, hier zu sein und freuen uns auf die nächsten Semester. Ich finde, dass das Zielbuch endlich ausgegliedert werden müsste. Das ja bislang hat es dann nicht geklappt und es wäre jetzt mal allerhöchste Zeit. Und außerdem finde ich, wenn man diese Tickets schon wie Bahn und Kultur und Busticket kaufen muss, dann sollten die Konditionen angepasst werden, weil das Busticket lohnt sich für mich leider überhaupt nicht. Also da ich mich mit der Thematik von Hochschulpolitik und den Parteien, den Einzelparteien, Hochschulgruppen, die es gibt, noch gar nicht auseinandergesetzt habe, finde ich, erstmal sollten sie Interesse erzeugen, noch auf andere Art und Weise. So, dass man nicht immer denkt, das sind abgeschlossene Systeme. Mit diesen Plakaten, die da zum Teil gezeigt werden, komme ich überhaupt nicht klar. Und das weckt auch überhaupt kein Interesse bei mir. Also ich finde, dass der AStA und das Studienparlament sich mehr dafür einsetzen sollten, dass die allgemeinen Studienbedingungen sich verbessern. Das heißt, dass sozusagen das, wovon die Studierenden im Alltag profitieren, sich verbessert. Also auch dafür stehe ich eben die Klos zum Beispiel, die seit einem halben Jahr als ein Paradebeispiel dienen für sozusagen die Studienbedingungen. Und anstattdessen interessiert sich die Universität oder halt das Präsidium, so wie ich das sehe in meiner Wahrnehmung, wesentlich mehr für irgendwelche prestigereichen Bauwerke, von denen der Student im Alltag aber leider nichts spürt. Naja, wenn man auch andere Sachen ansprechen sollte, dann wären es zum Beispiel die Informationen von Studierenden darüber, was Studierende überhaupt machen können an der Hochschule, also Hochschulpolitik gerade, da AStA, Studienparlament, aber auch Fachschaften in ganz wichtigen Ausschüssen drin sitzen, dass man da die Studierenden informiert, was können wir machen, was ist auch die Macht des Studierenden, weil man gerade wichtige Entscheidungen wie eine Berufung, Neuberufung eines Professoren, finanzielle Ausschüsse, dass man da drinnen sitzen kann, dass man da auch mitentscheiden kann. Und wenn man da nicht sich ganz blöde anstellt, kann man da auch wirklich einiges an der Hochschule bewegen. Wichtig wäre eine flächendeckend kostenlose Kaffeeversorgung für die Studierenden sowie neue Tischdecken auf diesen Tischen dort drüben beim Campus und Kaffeecampus und Z-Café mit schönen Stickereien drauf. Am besten lilanen Blumen oder sowas in der Richtung. Die Idee finde ich auf jeden Fall super. Und du? Ich kann da nichts weiter zufügen. Ich würde dem zustimmen. Super, Dankeschön.